Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um Runen und Runenwörter. Das ist so cool, dass das in Diablo 4 mit reingekommen ist. Ich habe hier schon zwei ausgerüstet. Das sieht immer so aus, dass ihr insgesamt zwei Runenwörter nutzen könnt. Für alle, die jetzt überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Runen und Runenwörter aus Diablo 2 kennen. Stellt euch vor, es gibt einfach solche Rubine, wie ihr es hier in der Waffe seht. Und so gibt es Runen. Und es gibt immer unterschiedliche Runen, die miteinander ja interagieren können. Wir haben immer eine obere Rune und eine untere Rune, die zusammengesteckt werden. Die eine Rune erschafft die Ressource, das seht ihr auch unten links in der Leiste gleich, da könnt ihr auf diese lilanen Sachen achten. Und unten die Rune sagt aus, was für ein Effekt geschieht. Wenn ich jetzt hier gerade mal in die Box schaue, dann seht ihr ganz viele verschiedene Runen. Es gibt natürlich blaue, es gibt gelbe, aber es gibt auch orangene bzw. braune. Die braunen sind legendäre und natürlich die besten. Und dann habt ihr bei den oberen immer etwas. Ihr müsst etwas tun und bekommt dafür eine Ressource, die nennt sich hier Opfergabe. Und wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Opfergaben habt, dann könnt ihr den Effekt einsetzen von der unteren Rune. Als Beispiel habe ich die obere Rune genommen, bei mir hier Quinn und als untere Ohm. Dann wir einmal Quinn, wenn ich mich 5 Meter bewege, erhalte ich 50 Opfergabe. Und Ohm braucht 500 Opfergabe, also muss ich 10 mal 5 Meter laufen, also 50 Meter. Und dann wird ein Kriegsschrei des Barbaren gezündet. Das werdet ihr gleich auch sehen. Ein Runenwort, das heißt die Kombination aus zwei Runen bzw. eine einzelne Rune, kann immer nur einmal genutzt werden. Also ich kann jetzt nicht zweimal das gleiche Runenwort oder zweimal die gleichen Runen sowohl in der Brust als auch in der Hose tragen. Es müssen unterschiedliche sein. Weil in der zweiten hier zum Beispiel habe ich Nock Xan. Hier seht ihr Nock. Ich erhalte 5 Opfergabe, wenn ich einen Gegner immobilisiere, stunne, Knockdown verpasse oder freeze. Das werdet ihr gleich sehen, das wird ganz oft passieren. Und unten habe ich Xan, braucht 700 Opfergabe, aber dafür überwältigt meine nächste Fertigkeit auf jeden Fall kritisch. Das ist sehr crazy, das werdet ihr gleich auch sehen. Und ja, die Frage ist natürlich, wo kriegt ihr diese Runen? Das ist das Gute, die Runen könnt ihr überall in der Welt verstreut bekommen. Das heißt, zum Start weg könnt ihr euch Runen besorgen und diese Runenwörter miteinander verbinden. Ich habe jetzt natürlich eine der besten Runenwörter genommen mit den legendären Runen, aber ihr könnt natürlich auch magische Runenwörter machen, die auch richtig, richtig coole Sachen machen. So, und wenn ihr jetzt hier mal unten links auf die lilanen Sachen achtet, dann seht ihr, nur durch das Rumlaufen, was beim Jäger natürlich sehr viel Sinn macht, kommt der Kriegsschrei und wenn ich hier die Gegner einfriere, dann erhöht sich ganz langsam das Überwältigungsding. Ich muss sagen, mit dem Überwältigungsrune bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle ehrlich gesagt auch nichts Besseres gefunden, um euch das einmal zu zeigen. Aber alleine der Kriegsschrei mit dem Laufen bei dem Jäger ist natürlich unfassbar cool. Also, man ist so schnell unterwegs und der Kriegsschrei, der läuft ja auch ein paar Sekunden. Also, im Prinzip hält der Kriegsschrei länger, als man braucht bis zum nächsten Kriegsschrei. Und ja, jetzt gleich wird meine nächste Attacke überwältigen. Na, wann ist es soweit? Jetzt. Ich habe sie selber nicht gesehen. Ich hoffe, die Überwältigung war da. Und ja, so funktioniert das Ganze. Umso höher eure Weltstufe ist, umso wahrscheinlicher ist natürlich auch Runen zu bekommen. Andererseits könnt ihr natürlich auch Runen beim Juwelier erstellen. Wenn ihr beim Juwelenschmied seid, dann könnt ihr mit, in meinem Fall X, euch anzeigen lassen, welche Materialkosten es denn sind, um die jeweilige Rune herzustellen. Und es sind zumindest mal für die legendären immer 3 und ich glaube, es sind insgesamt immer 3. Das heißt, ihr braucht 3 Runen, um dann eine bessere Rune herzustellen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass man so die ganzen Runen miteinander traden kann und schauen kann, ey, welche Rune will ich denn oder welche Rune will ich denn nicht. Und so könnt ihr dann auch mal gucken, ey, welche Runen gibt es denn überhaupt alle. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von den Runenwörtern, weil das echt einen coolen neuen Impact ins Spiel gibt. Das Ganze wird ja ins Base Game mit reinkommen. Das ist also kein Season-Thema oder sowas, sondern Runenwörter werden ganz hart ins Game mit reinkommen und mit in der Zukunft auch immer weiter mit neuen Runen gefüttert und ausgestattet. Ich werde jetzt hier nicht drauf eingehen, welche Runen es alle gibt. Da könnt ihr euch bestimmt im Internet einfach eine Liste zu reinziehen. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich, wie gesagt, habe hier 2 Stück. Einmal
die, dass meine nächste Fertigkeit überwältigt oder kritisch ist, und die, die den Kriegsschrei von Barbaren macht. Und das ist wohl schon so eine der besten Runen, die man aktuell im Spiel haben kann, weil der Kriegsschrei des Barbaren einfach nur positive Eigenschaften mit sich bringt. In den Patch Notes stand, dass die Runen wohl ein Ding sind für den DLC. Ich kann mir darunter noch nichts vorstellen, ob das nur für Leute dann ist, die auch den DLC haben und wie das in der Zukunft sein wird. Da müssen wir uns noch ein wenig gedulden, ob sich da noch was ändert und auch wann wir die Runen erhalten können im finalen Game. Das wissen wir natürlich auch nicht. Hier im PTR ist es natürlich einfach freigeschaltet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man später, wenn die Runen eingeführt werden in Season 6, beziehungsweise mit dem DLC, dass man da eine Quest erstellt und die Quest einen so ein bisschen da durchführt. Ey, so und so, das sind Runen und so. Bekommt ihr die Runen, das könnt ihr mit Runen machen. Aber sie werden auf jeden Fall bald auf uns zukommen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was das hier für ein Bild ist, den der Lou hier spielt, dann auf jeden Fall mal ein Follow da lassen. Da werde ich den nächsten Tag auf jeden Fall ein Video zu machen und euch ein bisschen mehr dazu zeigen. Außerdem würde mich natürlich sehr interessieren, was ihr zu den Runenwörtern sagt. Findet ihr die gut? Findet ihr nicht gut? Ich glaube, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Die Runenwörter sind einfach echt richtig, richtig cool. Aber bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten würde mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.